Servus Leute, willkommen zurück zu Kingdom Hearts 350 Tage. Nach einer kleinen Pause von ein paar Minuten geht's jetzt weiter. Mittlerweile haben wir fast 1 Uhr morgens. Agrabah bleibt übrig. Oh nein. Ich sehe schon das Bild da unten, könnte jetzt schon kotzen. Nun gut. Wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders. SRZ, danke. Ist auch noch in der Wunderhöhle, ja geil. Feuerrezept, lass mir raten. Eis, Feuer, Wind oder so. Ne, nur ein Gegner. Ich will nicht kämpfen, mein Gott. Geh da rein. Ah, da ist er schon. So ist alles kaputt und da rechts kann man jetzt rein. Oh nein, das ist so ein Kampf. Dadurch, dass da hinten auch noch ein Fetter ist. Hau ab! Ich will das da öffnen. Kämpf du mal, du kannst eh. Kommst eh alleine klar. Ist so ein Abzeichen. Hier ist alles zerstört worden. Nein! Jetzt kann ich keine Magie mehr einsetzen. Ist der, der den killen muss? Ja. Kill ihn! Gut, schnell weg. Kümmert euch mal um ihn. Der andere Fette ist jetzt da, der nervt volle Kanne. Gibt das was? Das sind die Pokémon und haben so Fettschicht und so. Speckschicht, nicht Fettschicht. Ja, in den Nacken. Der mit seiner hässlichen, dicken Wampe. Ja, super, so kann ich ihn nicht angreifen. Und ich falle natürlich genau in die andere Wampe rein. Das war unfair, der hat mich hingedrängt. Ich habe so viel Schaden von allem bekommen. Ich glaube, ich habe 0 Defensive. Oh, der fette dann. Nicht den, ja, den. Der nervt echt, der Dickmanns. Ich glaube, den muss ich zuerst loswerden. Nein! Ah, super. Ich gehe weg. Tschüss. Ja, kümmert euch mal um ihn. Ich helfe dir jetzt. Jetzt, da ich höher springen kann, kann ich die auch viel leichter treffen, diese Figuren. Ich ziehe mich trotzdem zurück. Nein! Boah, hast du mich gerade geheilt? Danke. Ich hoffe, du kommst nicht wieder, Spacko. Ah!
Danke. Jetzt zu ihm hier. Energietech. So, er darf ihn wieder ablenken. Jetzt ich hier. Gut, dass ich so eine krasse Flugkombo habe. Okay, mach du mal wieder. Ich kann keine Magie einsetzen. Jetzt warten, bis die Punkte weg sind. Und dessen kann er ja ein bisschen allein kämpfen. Ja, ich weiß, es ist zwar feig, aber hey. Gut, das macht ihm was, aber hey. Macht nicht allzu viel. Ja, jetzt! Oh, er hat ihn voll ins Hirn gestochen gerade. Gut. Oh man, diese Gegner nerven einfach nur. Mit seiner Wampe. Hat so eine geile Flugkombo, aber das war es auch schon. Der hält viel zu viel aus. Man, ich müsste mehr Angriffskraft drauf haben, aber die habe ich nicht. Guckt, wie wenig Schaden ich mache. Da brauche ich tausende von Jahren, bis ich den mal besiege. Sora war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon mächtiger. Oh nein. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich meiner Waffe keine große Stärke gegeben habe. Oh, ich wurde gar nicht angegriffen. Geil. Ja, mach mal. Wobei, ich kann die Truhen da hinten zerlegen. Nein! Oh, ich bin doch dumm. Ich habe noch ein getriggert. Ja, jetzt ist es vorbei. Im zweiten Dicken. Warum habe ich das gemacht? Warum? Ich werde wieder verlieren, weil ich so einen Fehler gemacht habe. Schon wieder keine Magie einsetzen. Gut, ich glaube, ich habe keine Energie, die ich großartig nutzen könnte. Ich mach den. Ja, das bringt mir gar nichts, wenn du die in die Luft schmeißt. Ja. Nein. Ja, super. Wie viel halt das? Nicht allzu viel. Wo ist ein Mega Potions? Gut. Diesen Combo Move sollte ich öfter versuchen. Ja, der ist weg. Schön. Jetzt der hier, letzte. Hoffentlich. Es sei denn, ich trigger wieder irgendeinen. Kill ihn. Gut. Und weg. Nein. Ich lasse mich auch echt zerquetschen. Von allen. Du musst mich irgendwie an diesem
Clown Man aus Mega Man 7. Ja, jetzt gehe ich zurück. Oh nein, ich habe schon wieder getan. Oh nein, noch ein Dicker. Bitte nicht. Das erschwert den Kampf jetzt wieder. Vor allem, weil der hier fast tot wäre. Ich muss den hier schnell killen. Gut. Ja, ich weiß, ich kann zurück, aber erst muss der hier weg. Ich merk's mir nie. Nie! Scheiß Arm, hau ab. Ich hab's schon wieder getan. Jetzt dreht er um sich und jetzt springt er. Ja! Danke. Moment, da kann ich nicht weiter. Egal, ich gehe zurück. Ich muss nicht mehr machen, als gedacht ist. Doch, eigentlich schon, aber trotzdem. Da drin gäbe es noch eventuell Kisten, die ich durchsuchen könnte. Ja, ja. Draußen fällt schon wieder was herum. Ja, super. Ehre-Rezept. Das ist noch eine Truhe. Das ist noch so ein komisches Abzeichen. Ein Wappen, das ich nicht brauche. Als Rezept. Nö. Ah, ich dachte, er wäre wieder so ein Ding. Wieder so ein Wappen. Bitte jetzt mega fit Tage vergehen. Mal 3. Komm. Ja, das war gut. 16 Tage. Liebe. Oh, wie schön. Neuer Antrag. Ja, Lava. Red. Nicht schneller. Leck mich? Nein? Na, egal. Sollte wohl irgendwie passen. Super, es braucht eine andere Form. Ach, egal. Statte ich mich einfach mit Millionen Tränke aus, das wird schon passen. Jetzt los. Warum? Warum wurde das jetzt aus dem Fenster rausgeklickt? Ich habe die Maus nicht mal berührt. Was soll der Schmerz fühlen?
Ich jetzt gespeichert? Egal, hab grad nicht aufgepasst. 171 Tage. Hälfte habe ich hoffentlich. Ende jetzt, ist ein Bedauern. Was die Mission ist, will ich eigentlich gar nicht genau. Es ist einfach nur rein und alles totkloppen. Boah. Das war das Biest. Ist irgendwas passiert? Ja, wahrscheinlich kämpft er wieder. Suche den unidentifizierten Riesen Herzlosen. Das werde ich auch. Ich werde mich hier nicht mit kleinen Futzeln rumärgern. Oh, eine Truhe. Da hinten ist auch noch was. Wobei, diese Hunde sind eigentlich easy zu bekämpfen. Ehrlich zu sein, habe ich keine Lust, mich jetzt mit denen rumzuprügeln. Die haben offensichtlich schon Lust. Egal. Gut, dass du mich nicht das ganze Schloss durchsuchen lässt und dass einige Wege blockiert sind, dass ich weiß, dass ich da nicht hin muss. Das kam ganz aus der Nähe. Von der Brücke? Truhen? Ja, aber wird das so ein komisches Abzeichen? Sammle die ein, obwohl ich nicht weiß, wofür sie gut sind. Wahrscheinlich, um irgendwelche Missionen freizuschalten. Und das bringt mir persönlich auch nichts, weil ich die eh nicht machen werde. Hä? Was kann ihm das antun? Was ist da draußen? Wenn schon so ein fettes Biest durch die Gegend geworfen, wie sieht es dann für mich erst aus? Ja, ich habe mehr als genug Tränke, kein Problem. Scheiß Zug da draußen. Tollen Belagerungsturm. Höllenmaschine. Oh nein. Leck mich? Na gut, easy. Doch nicht easy. Können die Penner da oben mal aufhören? Nein, nicht mehr ins Fressbrett. Ach so kann ich drauf fahren. Nein, 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 nein.
Schön, dass er es automatisch macht. Ich will nur einmal angreifen und das springt gleich. Ich glaube, da ist diese Flugkombo nicht so geil. Oh, ich bin reingerannt. Wieder reingerannt. Danke. Oh, ist das Kacke. Ich glaube, ich werde lange an dem sitzen. Ich habe einmal angesehen und dann. Ups. Gut, das hilft was, habe ich gerade gesehen. Das habe ich, glaube ich, verfehlt. Sag mal, wie oft stampft der überhaupt? Hat aber nichts mehr mit Fairness zu tun, ganz im Ernst. Ich glaube, ich habe so eine Art Maschinengewehr als Waffe oder so, weil wenn ich einmal angreife, schlägt er dreimal. Nein, shit. Das war so nicht geplant. Nein, die Bälle, oder? Ja. Die Bälle sind Kacke. Da oben nicht killen. Wenn man da einmal von einem Ball getroffen wird, hat man schlechte Karten. Das bringt's gar nicht.
Scheiß Feuer! Bälle? Kann ich die da oben nicht ausschalten? Nerven. Was ist das dann? Das macht nur das Spiel langsamer, dieses Ding. Ist das ein Magnet? Ne, er hat mich gefressen. Soll man dem Vieh bitte ausweichen? Und wenn wieder diese Bällchen kommen, ja genau jetzt, muss ich ganz nah an ihm dran sein, sonst habe ich verkackt. Wenn mich ein Ball trifft, ist es vorbei. Nein. Gut. Nein. Zu früh. Jetzt. Mal Bälle. Nein, weg! Oh. Nochmal Bälle. Egal, lieber lasse ich mich vom Pfeilen durchbohren, als vom Bälle überholen. Nee, zweimal so eine Salve geht nicht. Das macht er also. Oh, Bälle, Bälle. Nee, Hammer, Hammer. So, du Hammer. Dumm. Ich dachte, während der Hammer-Time macht, kann ich ihn angreifen. Geht zur Sicherheit. Hammer-Time. Ja, wenn er Hammer macht, kann ich ihn gut angreifen. Nee, Hammer Time. Oh, nö, lande ich dann immer genau in der Mitte. Muss aufpassen, wenn die Bälle kommen, muss ich. Genau. Das ist das Gefährlichste und gleichzeitig das Einfachste. Es ist einfach auszuweichen, aber wenn es mich trifft, ist es vorbei. Nein, Scheiße! Gut. Und zur Sicherheit.
Quatsch vom Steuerkreuz ab, das ist nicht gut. Weiter draufhauen. Keinerlei Gnade zeigen. Ah, schon gut, schon gut, schon gut. Jetzt macht er nämlich gleich diesen Ansturm. Genau. Sei, dass der Kerl mir ein bisschen zu nahe ist, Gart. Nee. Warum sieht der immer ab? Ah, daneben. Oh shit. Ich weiß, ich könnte ja weiter raufhauen, aber nee. Will mich nach vorne drängen, dieser fiese gemeine Fatzke. Nein. Wobei, Hammer Time. So muss sein. Dumm. Egal, mach. Ich hätte den dickeren nutzen sollen, verdammt. Das war der dickere. Ihr seid so unfair hier da oben. Kein Wunder, dass das Biest gegen den verloren hat. Ach du Kackteil! Kampf gegen das Vieh hier macht überhaupt keinen Spaß, so ganz nebenbei bemerkt. Super. Scheiß Feuer! Oh oh. Er hat schon. Ist gut, dass er schon gemacht hat. Nein, 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 nein. Ich muss ihn angucken. Warum er ihn da abvisiert, möchte ich gerne wissen. Wahrscheinlich sehe ich nur diesen komischen
Nubelan, den er ausfährt. Den da. Nein, nein, nein. Ah, es ist tot. Geil. Aus dem mache ich Kleinholz. Da habe ich Kleinholz gemacht, vielmehr. Hier ist so ein schönes Herz. Sind erledigt, Zeit für einen Rückweg. Jetzt hier noch eine Truhe. Etwas, was ich mir verdient habe. Ja, du hast das alles gemacht, nur für dieses Qualabzeichen. Toll. Ne, ich weiß natürlich, dass es nicht alles nur dafür ist. Nein, oh nein. Jemand kommt. Achso, das war Bell. Was ist passiert, du armes Ding? Geh wieder rein. Ist es gefährlich? Jetzt nicht mehr. Ich nehme dich mit. Im Tod. Nein. Ich muss hier bleiben und diese Dinge aufhalten. Sie sind weg. Du brauchst nicht mehr zu kämpfen. Gut. Das ist gut. Ich konnte verhindern, dass sie hineinkommen. Ich muss damit aufhören, dir so viel zuzumuten. Wenn dir das zustieße, das könnte ich nicht. Ich könnte es nicht ertragen, wenn dir oder den anderen etwas zustieße. Ein Herr muss sein Schloss verteidigen. Ich will dich nicht verlieren. Ich bin doch da. Er hat also nicht die Rose beschützt. Er hat die Bewohner des Schlosses beschützt. Er hat sie beschützt. Sie ist ihm am allerwichtigsten. Ihm. Aber Xaldin meinte, es wäre die Rose. Pah, totaler Unsinn. Du hast mir nicht geholfen. Xaldin, seit wann bist du hier? Das geht dich nichts an. Von wegen in der Organisation helfen alle zusammen. Ha, Liebe von einem Biest, wie absolut lächerlich. Liebe? Was ist das? Das ist ein Gefühl, und zwar jenes, das die beiden gerade in die Irre führt. Oh. Sie glauben, die Macht der Liebe würde sie retten? Das gibt es nur im Märchen, nicht wirklich. Was ist ein Märchen, die Schönheit des Biest? Liebe ist eine Macht? Keine, die du oder ich jemals spüren werden. Genau wie die beiden, auf lange Sicht. Ihre Liebe ist bald verblüht. Liebe dauert nie lange. Du hast kein Herz, woher willst du das wissen? Ich habe Augen und ein Gehirn. Unsere Aufgabe hier ist erledigt, trödel nicht rum. Das erklärt immer noch nicht, was Liebe ist. Ist Liebe, das zu beschützen, was einem wichtig ist? Woher kommt ihre Macht? Bin ich mal der, der später kommt. Hey, da kommt unser Schwerstarbeiter. Ist Xion hier? Hab sie nicht gesehen.
Oh. Jemand muss mit dem Mädchen reden. Es ist ihre Entscheidung, ob sie sich uns anschließen will oder nicht. Hört sich fair an. Axel, ich muss dich etwas fragen. Was ist los? Was ist Liebe? Ist etwas passiert? Nee, aber das hört sich jetzt blöd an. Weißt du, was Liebe ist? Wie bitte? Ich habe bei der heutigen Mission etwas über die Liebe gelernt, dass sie Macht hat. Das stimmt, hat sie. Aber ich werde so etwas nie erleben. Kann niemand denn nicht lieben? Dazu braucht man ein Herz, Mann. Stimmt. Liebe ist eine ganz besondere Art der Verbindung zwischen zwei Leuten. Willst du sowas wie beste Freunde sein? Freunde können einem am Herz liegen, ja, aber das meine ich nicht. Dann liegt Liebe noch eine Stufe über beste Freunde sein? Ja, also nein, es gibt keine Stufen. Ich kapiere es nicht. Ist doch auch egal, wir werden den Unterschied nie verstehen. Ich frage mich, ob sich Axel mal verliebt hat, als er noch ein Jemand war. Wenn ich ein Herz hätte, glaubst du, dann könnte ich jemanden lieben? Wenn Kingdom Hearts vollständig ist, dann wirst du alles Mögliche tun können. Das ist schön. Da diese komische Kampfmaschine. Vitra, geil. Das komische Kampfmaschine da, die hat sich ganz schön gewehrt. Der Klang der Brandung. Roxas, wie ist es dir so ergangen? Gut, schätze ich. Keine Ahnung, wer das nochmal war. Luxor. Luxord. Klingt fast wie Luxor. Und Luxor ist, glaube ich, hinten. Ja, ein Spiel auf jeden Fall. Aber welches? So ein Spiel, wo man Kugeln schießt? So ein PC-Spiel. Zeig, schickt uns heute zusammen auf Mission. Ich würde sagen, wir geben ein gutes Team ab. Ich kann nichts erkennen, das dagegen spreche. Oh, hast du eigentlich gehört, was mit Xion passiert ist? Nein, was? Sie hat bei ihrer letzten Mission versagt und schläft seitdem tief und fest. Xion. Wo willst du hin, Roxas? Zu Xion. Aber du hast eine Mission. Kümmere ich mich später drum. Du kannst dir nicht helfen. Xion wird nicht aufwachen. Also habt ihr sie in Tiefschlaf versetzt. Versuch's mal mit dem guten alten Schneewittchen-Trick. Einfach wachküssen. Sollte trotzdem bei ihr sein. Was kümmert dich das? Die Kreatur ist kaputt. Defekt. Kreaturen. Red nicht so über sie. Ich rede über das Ding, wie ich will. Was wir mit Xion machen, geht dich nichts an. Ich habe dich nicht nach deiner Meinung gebeten. Um deine Meinung gebeten. Seh dich doch mal an, Roxas. Ganz aufgelöst wegen eines Niemands. Sind alle Niemande. Beruhig dich. Ihre Fehler wirken sich nicht auf dich aus. Du brauchst keine Angst zu haben. Wirken sich nicht? Geht's noch? Ich werde meine Mission erledigen. Später. Oxion. Das Shion. Ich weiß nicht, wie man ihren Namen ausspricht. Es tut mir leid.
Also unser Fatzke, der ist noch dümmer als ohne, also nicht Roxas, sondern der andere Kerl, der uns die Missionen gibt. Stimmt ja, es verbraucht ja Geld. Stimmt, ich habe jetzt so viel rumgeschmiedet und alles, dass ich meine ganze Kohle zum Fenster ausgeworfen habe. Da war ja was. No! Egal, ich habe Potions. Die werden hoffentlich reichen. Und ich muss ich schleunigst Geld verdienen. Ich bin hier so ein maßloser Geldverschwender in dem Spiel. Heilung ist wichtig. Ups. Mitra. So. Nicht mal schön speichern. Und den Part beenden. Ging wieder ein bisschen länger, sorry, aber naja. Es war Kingdom Hearts, 358 Tage. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fertig.